Herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir die fünfte Welt komplettiert. Sogar einigermaßen erfolgreich und genauso nicht erfolgreich geht es jetzt hier schon los in der sechsten Welt, der Geröllwelt. Eine meiner Lieblingswelten. Sie ist im Vergleich zu den anderen Welten auch etwas fordernder. Gut, klar, wir kommen jetzt auch ins letzte Drittel. Aber so von den Innovationen her mag ich diese Welt sehr. Hier werden wir viel mit Abgründen, mit Felsen, mit Kugelwillis, wie man hier sieht, etc. etc. zu tun haben und Spikes. Und wir müssen uns unseren Weg nach oben bahnen, das war jetzt dumm. Aber mit etwas Luck kommen wir da auch so noch ran. Hier wäre eigentlich ein Fliegenpilz drin gewesen, soweit ich das weiß. Aber ja, da wir uns lappenhaft haben treffen lassen, war's das halt. Das erste Level ist noch relativ simpel. Man wechselt halt zwischen inner- und außerbetrieblichen Höhlen. Und ja, Spikes sind mal wieder mit von der Partie. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. So, aber nach den Anfangsschwierigkeiten kommen wir jetzt auch ganz gut wieder rein. Ah, hier oben ist glaub was, ne? Ah, nee, das kommt noch. Die zweite Starcoin ist auf dem Weg, die dritte ist die, die asozial fies ist. Lass uns mal durchracen. Die Röhre, die ihr da gesehen habt, die war optional, die braucht man nicht. Boah, ach komm. Das war doch kein Treffer. Stern ist jetzt alles andere als gut. Ich meine, ich komme jetzt zwar unbeschadet durch. Das ist immer sehr, sehr gut, wenn man die zuerst ausschaltet. Da können sie uns nämlich hier nicht mehr behindern. Come on. Das ist etwas nervig halt, dass Mario hier immer so abgrundtief leise ist. So, hier ist jetzt die fiese Starcoin. Da müssen wir die Kugelwillis mitnehmen, um hier hoch zu jumpen. Wenn man einen Fliegenpilz hat, ist das alles sehr, sehr easy. Aber ohne muss man halt das perfekt timen. Und jetzt haben wir es ultra perfekt getimt. Das erste Level war bis auf den Anfang kein Problem. Juhu. So, wir haben wieder die Wahl zwischen zwei Leveln. Gönnen wir uns der Reihe nach. Level 6-2. Das klassische Untergrundlevel. Wie es auch auf der World Map schon angeteasert wurde. Na, Piranha-Pflanzen, na. Fiese Stachis. Und, boah! Na gut, macht nichts aus. So, das nehmen wir mal mit für die Münze. Und, wow, sogar eine Piranha-Pflanze damit geschlachtet. Ah! Du hast mir sogar indirekt bei etwas geholfen, wo eigentlich der hier mir helfen sollte. Aber okay. Halbzeit wird mal gekonnt, ignoriert. Einfach just for fun. Weil ich's kann. Ha! Come on. So, wie kommt man an die nochmal ran? Ah, da brauche ich die Hilfe der Flatter. Kommt mal her. Boah, sorry für das Gehen. Ja, kommt zu Bad, geht doch ein bisschen schneller. So. Mir fällt jetzt erst auf. Das ist echt peinlich. Zubat, Golbat und Xbat, also die Pokémon-Entwicklungsformen, enden alle mit Bart, also Bat, was Fledermaus heißt. Ich habe gerade mein Weltbild revolutioniert. Ach du heilige Scheiße, das habe ich noch nie gewusst. Ey Junge, die offensichtlichsten Dinge verkacke ich. Oh Gott, bitte nicht sterben. Das habe ich, ich habe es zwar jetzt eigentlich verdient für den Fail, dass ich das nicht wusste, aber trotzdem. Ich würde gerne wissen, ob es hier irgendwas gibt. Nee. Aha, doch. Ich wusste doch, in irgendeiner Röhre ist sowas. Ein Glück habe ich mich noch richtig erinnert.
Und zack. Boah. Also als Klein Mario oder Normal Mario ist es schon alles sehr, sehr risky. Boah, der wollte mich bis ins Wasser verfolgen und umbringen. Für das, was ich dann zu Hause gesprengt habe. Ist verständlich, würde ich auch so tun. Das muss man sich mal vorstellen, einer sprengt so sein Zuhause, Alter. Kommst du nach Hause, auf einmal zündet sich irgend so eine Bombe und dein Zuhause ist einfach ciao. Und daneben steht so ein geistesgestörter Wissenschaftler, der selber in die Luft gejagt hat. What the fuck, wie muss man sich da vorkommen? So. Wir haben zu viel Mac-Menüs verspeist, deswegen könnt ihr mal getrost krepieren. Und wir können mehr oder minder erfolgreich dieses Level abschließen. So, der letzte Enemy. Und auch er wird es nicht zur Strecke bringen. Ich habe jetzt extra noch nicht gesagt, noch kein Tod. Aber wir hatten Glück. So. Ah, es wird wieder ein Yoshi-Level sein. Man sieht schon an der Frucht da daneben. Den haben wir auch schon lange nicht mehr begegnet, hä? Ja, gönnen wir uns mal einen Pilz. Unser Repertoire ist voll. Mit dieser Piranha-Pflanze wurden schon bestimmt viele Spieler verarscht. Oh, das ist ein einzigartiges Level. Das gibt's ein einziges Mal. Das erinnert an die alten Super Mario Bros. Teile. Und auch wenn in gewisser Weise an SMB3. Weil da gab es auch hier wieder mal so Röhrenlevel, wo man sich im Inneren einer Röhre befunden hat. So, Starcoin. Aber was sich alles in so einer Röhre rumtreibt, ne? Piranha-Pflanzen mitsamt dem Blumentopf. Es ist schon irgendwie seltsam, was die Super Mario-Röhren so drauf haben. So, ich muss hier jetzt irgendwie ganz, ganz schnell nach oben. Naja, das wird nichts. Musste ich zuerst loswerden. Oder wird das noch was? Wird das noch was? Ah ja, stimmt, ich kann ja hier stehen, ganz easy. Yeah. Oh Gott, hier machen wir es einfach schnell. Damit der Attentateingriff uns nichts anhaben kann. Oh, hier im Wasser ist kritisch. Ja, okay, der letzte hat mich erwischt. Aber hier gibt es bestimmt was. Jawohl. Dein Treffer wird neutralisiert. Also Mario, deine Klempenaufgabe wird auf jeden Fall jetzt hier mal wieder sehr, sehr dringend benötigt, die Röhre zu reinigen. Deshalb wirklich nur Ungeziefer am Start. Ist hier oben was? Ha! Stimmt, hier sollte man eigentlich anders hin. Mit Hilfe des Wassers. Aber der muss einfach mal hochgecheatet. Ja klar, warum respawn die? Ah, sozial. Hier muss man aufpassen. Zieht euch wieder ein, komm Junge. Boah. Ja, okay, hier muss ich jetzt mit Hilfe des Wassers hoch. Anders geht es gar nicht. Und tschüss. Und tschüss. Und damit haben wir auch das einzige Röhrenlevel dieses Spiels beendet. Wir kommen langsam näher, Bowser. Du solltest langsam anfangen zu zittern. Super Mario ist nicht zu Scherzen aufgelegt. Ich meine, er hat sogar seine Kapuze weggelassen. Oh. Aber Morton will sich uns natürlich in den Weg stellen. Aber wir lassen ihn noch ein wenig zappeln, denn zuerst will Yoshi mal wieder besucht werden. Welt 6-4. Monty mal Wurf. Boah, die sind asozial drauf, die haben zu viel Track inhaliert. Aber gefundenes Fressen für unseren schönen Dino-Freund. Boah, der wurde zerfleischt. Der ist einen sicheren Tod gesprungen. Erste Starcoin in meinem Besitz. Boah. Ist hier irgendwas? Hier war doch ein Secret, gell? Nee?
Ich dachte, hier wäre eine Ranke gewesen, aber war wohl nicht so. Ist das nur so ein dummer P-Switch, den keiner braucht? Boah. Im Fall hatte ich. Boah. Nein, Yoshi. Okay, er kann ja nicht krepieren, gut. Nee, nee, nee. Zweiter Angriff, gar kein Fall. So. Wow. Ich hätte Yoshi fast opfern müssen, danke Monty. Ich will zuerst die Starcoin, bevor ich... Oh nein, Yoshi! Bevor ich daran denke, den... die Halbzeitflagge zu aktivieren. Checkpoint, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Wurde ich gerade zurückgesetzt? Ja, und zwar ziemlich deutlich. Ah nee, hier waren wir noch gar nicht. Ja gut, dann scheiß auf die Halbzeitflagge, wir schaffen es auch ohne. Gehen wir wieder ein bisschen Risiko. So, der grüne Yoshi wurde geopfert. Genauso wie mein Fliegenpilz. Wird Zeit, dass ich... Oh oh, der Yoshi wird sterben. Und der gelbe Yoshi wurde auch geopfert. Das wollte ich so eigentlich gar nicht, aber... Ja gut, wir sind eh am Ziel, so wie es aussieht, ne? Ja, ja. Crap. Egal. Ich habe alles versucht, aber... Es will nicht. Ich glaube, ohne Yoshi wären wir so oder so nicht auf die Fahnenspitze gekommen. Sehe ich gerade vom Abstand her. Aber ja. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich den Part nennen werde, wenn es nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Yoshi ist der Mordung. So, Morten, wir haben lange genug gewartet. Es wird Zeit, dir in den Hintern zu treten. Oh ja, da brauchst du gar nicht so blöd lachen. Oder grunzen, oder was auch immer das sein sollte. Na, hat Stefan Bowser auf jeden Fall kranke Waffenarsenale besorgt. Das bleibt ja anzurechnen, aber der Rest, man munkelt, nein. Du wirst auf jeden Fall krepieren. Da links ist doch was. Ja. Wow, 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 wow! Der war echt knapp. Schnell. Na, okay. Das war ein bisschen zu riskant, gebe ich zu. Der Treffer ist mehr als verdient. Dafür kürzen wir hier ein bisschen ab. Müssen wir hier kurz zwischenlanden. Alles in allem ist es nicht schwer. Nur ich bin halt etwas ungeduldig, was das angeht. Komm, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Na, okay, wir sind Lappen. So. Diesmal nehme ich die Flagge, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das First Trye. Oh, du hast dir noch ein zweites Spielzeug besorgt, ja? Frag mich, wenn jemals einer deiner Diener irgendwas von dir möchte. Wie soll er sein Anliegen vortragen? Der wird doch komplett zerfleischt. Der Knochendruckenleiter zum Beispiel. Wenn der irgendeine wichtige Info hätte, wie was weiß ich. Mario befindet sich im Turm, was ja sogar stimmt. Wie will er es Morten erzählen? Er wird krepieren, bevor er das erzählen kann. Oder haben die irgendwelche Geheimgänge, von denen Mario nichts weiß? Wahrscheinlich schon. Aber wir benutzen den offensichtlichen Weg voller Fallen, doch wir sind SMB.
Super Mario Brother, uns hält nichts auf. Oh, das war schlecht getimed. Das war sehr schlecht getimed. Ah, okay, nee, eigentlich geht voll. Oh oh, oh oh, oh oh. Muss mich irgendwie hier halten. Oh oh. Warum zieh ich schneller hoch? Gut. Hier noch die dritte Starcoin. Wow. Feuerblume. Das Lustige hier oben ist einfach noch ein One-Up, oder? Hä? Doch, hier ist was. Ich weiß das. Ja, das ist eine der asozial verstecktesten Röhren ever. Und sie ist einfach irrelevant. Wenn hier die dritte Starcoin gewesen wäre, wäre so easy. Aber hier sind nur verfluchte Kackmünzen. Das braucht kein Mensch. Klar, Highscore-Jäger vielleicht, aber das sind wir nicht. Und wer macht das schon in einem Super Mario-Spiel? Der Highscore ist einfach nur da, damit er da ist. Ich habe noch nie irgendeinen Weltrekord in Highscore-Jagd gesehen. Das ist doch Blödsinn. Zumindest in den neueren Teilen. In den älteren vielleicht, aber in neueren keine Chance. Da geht eher auf Speedrun-Niveau etc. Ah, auch du hast in deinem Privatgemächern ein paar dieser antiken Spielzeuge. Na, die Erdbebenfähigkeit, weil du so fett wie Roy bist, kriegst du natürlich auch. Doch, du bist ein Boom. Du kannst ja echt nur das. Bevor du überhaupt zum Zaubern kommst, bist du schon gerippt. Aber ich finde, du hast ein nettes Stern-Tattoo auf deinem, von dir aus linken Auge. Ich mag das Design von Morton. Ich finde es ein bisschen schade, dass er in Paper Mario Color Splash der erste Boss war, also der einfachste, weil ich finde ihn eigentlich von den Koopalingen einer der coolsten, so. Ja, zusammen mit Roy und Iggy finde ich die eigentlich schon ziemlich cool. Wen ich am wenigsten leiden kann, ist irgendwie Larry. Obwohl Ludwig ist auch geil. Ja. Aber Larry und... ja, Lemmy. Die zwei sind irgendwie so irrelevant, finde ich. Die sind so austauschbar. Generell Larry, Lemmy und Iggy. Immer kurz vor knapp kassieren wir. Ich habe es echt noch nie geschafft, dieses Glückshaus mal zu komplettieren. Privat habe ich es ein, zwei Mal hinbekommen, ja, aber hier im Let's Play leider noch nicht. Ich glaube, allzu viel Gelegenheit werden wir dazu auch nicht mehr bekommen. Höchstens noch zweimal. Ich glaube, in jeder Welt gibt es eins davon. Boah. Jetzt rushen wir durch die... oh nein, das bist du. Das ist ja das Level. Das ist eine Mischung aus Wasser und Geröll. Das ist auch ziemlich cool. Oh, 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 oh. Boah. Eigentlich reicht ein Feuerball bei dir. Aber das ist natürlich nicht von Dauer. Deswegen rush ich hier auch ein bisschen. Weil der kommt ziemlich schnell wieder, wie man sieht. Hm. Nehmen wir Risiko. Wir haben eine Feuerblume. Boah. Die Feuerblume ist hier mehr als Gold wert. Ah, scheiße. Ich glaube, das erste und einzige Mal in diesem Spiel, dass man diese Blockart hier sieht, also so fette große Blöcke. Komm schon, jetzt geh doch da hoch. Kollege. Come on. Ups. Okay. Oh. Wo ist die letzte Starcoin? Ich glaube, wir haben die verpasst, ne? Ja, so sieht's aus. Scheiße. Kommt man noch zurück? Nein, natürlich nicht. Ach, Dreck. Naja. Ich glaube, die war kurz vorm Ende. Aber ja, gut. Das muss dann natürlich auch mal passieren. Nein, sie war nicht kurz. Also ja, sie war schon kurz vorm Ende, aber sie war hier. Weil hier ist irgendwo... ja. Das ist ultra fies. An das habe ich jetzt auch nicht mal dran gedacht. Hier so eine random Ranke, ey. Das sagt kein Mensch, sagt dem was. Das ist auch noch so... weil das Wasser hoch und runter geht, musst du auch noch den perfekten Punkt dafür finden. Das ist einfach... Junge, Junge. Ja gut, hier unten ist Boden. Und da ist sie. Also man kann nicht kopieren. Oh, ein Secret Exit auch. Okay.
Wie geil der die Pose mit der Mütze trotzdem macht, obwohl er sie nicht aufhat. Da hätten sie vielleicht eine andere einprogrammieren können.